Sie haben einen Mann hergebeten, der später singen wird. Ein Mann, der mit seiner Stimme allein große Hallen in Deutschland füllt. Einer der außergewöhnlichsten Popstimmen Deutschlands. Adel Tamim wird bei uns zu Gast sein. Gemeinsam mit weit über 700 Mitwirkenden beim Musikfest der Bundeswehr. Sind Sie bereit? Dann Bühne frei für das große Finale. Thank you.
Thank you.
Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Arndt Tawil. Ich wurde 1978 in Berlin geboren. Besser gesagt Westen. Und ich habe es als Kind natürlich überhaupt nicht verstanden, warum diese wunderbare Stadt durch eine Mauer getrennt ist. Und als ich 11 Jahre alt war, kam der historische Augenblick, die Mauer fiel. Und ich erinnere mich noch sehr, sehr gut daran. Es waren sehr emotionale Momente, eine riesen Euphorie in Berlin, aber auch im ganzen Land. Und auch wenn es manchmal turbulente Zeiten gibt oder wir entschiedene Zeiten leben, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass wir in einem Verein Deutschland leben, ist keine Selbstverständlichkeit. Ich bin dankbar dafür, dass es so ist. Vielen Dank. Die Verträge sind gemacht und es wurde viel gelacht. Und was Süßes zum Dessert, Freiheit, Freiheit. Die Kapelle runtertan. Und der Papst war auch schon da. Und die Nachbarn vorne weg. Freiheit, Freiheit ist die einzige Pflicht. Oh!
Musikerinnen und Musiker Unterstützung. Ja, das ist auch eher was. Ja, das spürt man, aber die Big Band der Bundeswehr, ich habe ja eine Geschichte, wir kennen uns schon seit Jahren, wir haben schon ein paar Mal gemeinsam aufgetreten, aber hier wurde jetzt natürlich da nochmal ein draufgesetzt. Richtig, so viele aufgeladen. Talentierte Musiker, Streicher, ein super Chor, also es war echt ein was für ein Abend, also das ist also, wow. Schön, sprachlos. Vielen Dank an ihr für die musikalische Unterstützung, Schön, dass du da bist, Adel. Und ich hoffe mal langsam hier rüber, aber ich gehe noch nicht hoch aufs Podest, das steht mir nicht zu. Weil jetzt möchte ich einfach mal Danke sagen dem Mann, der Gesamtverantwortung hat für dieses Musikfest der Bundeswehr. Das ist der Leiter des Militärmusikdienstes, Oberst Christoph Lieder. Danke, Oberst. Wir haben ja innerhalb von kürzester Zeit einen riesen Programm-Soundcheck. Ich kann da nur Danke sagen an diesen Kompliment aussprechen. Wenn Sie der Meinung sind, dass das eine gelungene Veranstaltung war, dann danke! Nicht ohne einen kleinen Hinweis auf nächste Jahr, am 26. September 20. Da würde ich mit Ihnen von. Das hoffe ich zumindest. Ich habe nichts dagegen. Ja, wir gehen vorab und wir spielen am besten genau hier. Mit dem gleichen Glücksgefühl, dass es geschafft ist und dass es so gut geklappt hat. Das wäre ein Traum. Ich nehme an und ich freue mich, dass wir uns dann wiedersehen. Und ich hoffe, dass wir uns auch alle wiedersehen. Am 26. September 2020 zum tatkräftiges Mitwirken, für die gute Stimmung und gute Laune, die Sie mitgetragen haben heute Abend hier in Düsseldorf. Sie wissen, jetzt kommt noch ein ganz besonderer, emotionaler Moment. Da schleiche ich mich mal runter vom Podest. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Herr Oberst, und einen schönen Abend. Schön, dass Sie hier sind. Kilometer Länge, 55.000 Selbstschussanlagen, 327 Tote, mindestens. An der Grenze, die Thailand durch Deutschland geht, als Mauerstarr inmitten der Hauptstadt steht, sich durch Köpfe und Herzen zieht, als 89, undenkbares geschieht. Sie fängt. Sie bröckelt, wird abgeschlagen und zerstückelt, jedes berstende Stück bringt Stück für Stück die Freiheit zurück. Die Arrangeure der Weltpolitik zücken an diesem Tag den Taktstock der Friedensmusik. Statt Schüsse fallen Schlagballen, statt Panzer rollen Trams, wahrgewordene Tagträume, zwei Takte bezwingen den deutsch-deutschen Riss, wo sich Ost und West nach 40 Jahren Stacheldraht an diesem Abend in den Armen lagen. Bilder, die berühren und immer wieder animieren. Zu Demokratie, in Einigkeit, mit Recht und Freiheit. In Deutschland und europaweit.
rechts.